Bedeutet, ich muss jetzt erstmal warten. Und dann gehe ich da hoch und komme erstmal irgendwie da oben links in der Ecke, weil ich kann jetzt gerade nicht dahin gucken. Eastwick hat das hier selbst gebaut. Geheimgänge, Maschinen in den Wänden, jede Menge Tricks. Schön. Er hat sich in seinem Studierzimmer eingeschlossen. Aber passt auf, ich will nicht, dass er entkommt. Sir, ist Eastwick nicht der Architekt des Barons? Ja. Und er darf das Gelände nicht ohne Eskorte verlassen. Ich hoffe, so, schön. Ihn, dass die Festung nicht brennt, weil er geplaudert hat. Nein, nein. Auf keinen Fall. Nein, nein. Nö. Hier war keiner. Kann ich so schon sagen. Hier war mal definitiv keiner. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Ich bin jetzt gerade mal relativ sicher. Ich versuche jetzt einfach mal was. Okay, jetzt geht er erstmal. Auch schön. Nee, ich muss erst warten, bis er hier ist. Und dann ziehe ich, dann schieße ich einen Pfeil und dann hat er sie nämlich jetzt auch wieder abgeregt. Hey. Schön. Halt die Stellung. Ich halte die Stellung, genau. Wenn ich dich finde, wirst du um Gnade winseln. Scheiße, jetzt kommt er oben raus, oder wie? Verschwende nicht meine Zeit. Komm endlich aus. Keine Ach Spur, komm, kack drauf. Er ist nicht hier. Du bist oben. Komm raus. Das ist Eastwick. Finde ihn. Los. Wieso haben die Pfeile? Können die nicht einfach Messer oder Schwerter haben? Das wäre doch viel einfacher. Wehe, die Pfeile sind weg. Ah ne, also das ist auch keine Lösung. Also ich darf nur den oben kaputt machen und da muss ich gucken hinterher. Raffinesse war nie seine Stärke. Wie es aussieht, mache heute nicht nur ich einen Hausbesuch. Besuch, ja, kennen wir. So, jetzt geht das. Gut. Er hat sich in seinem Studierzimmer eingeschlossen. Aber passt auf, ich will nicht, dass er entkommt. Sir, ist Eastwick nicht der Architekt des Barons? Ja, ist er. Und er darf das Gelände nicht ohne Eskorte verlassen. Ja, das darf er nicht. Dass die Festung nicht brennt, weil er das hoffe ich auch für ihn. Ne, K.O. schlagen macht in dem Fall keinen Sinn. So. Ey, wieso komme ich jetzt hier nicht runter? So. Oh nein. Schön. Ist da jemand? Nein, hier ist keiner. Nein, halt die Fresse. Dann vergessen wir es. Genau, vergiss es. Ich muss was. Ach, guck mal. Hier kann man hoch. Hier kann man hoch, das ist ja schön. Es ist toll. Das ist wunderschön. Ist hier irgendwo der Hund oder ist er hier nicht?
So, stumpfer Pfeil. So, schön. Einmal schön hier drauf. Und zack. Und zack. Eastwick hat sich in seinem Studierzimmer verschanzt. Mhm. Hm. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Ja, das ist toll, Zippe. Wieso haben die eigentlich sogar die Abflussschächte beleuchtet? Wieso macht man so einen Scheiß? Ach, mir tut der Rücken weh. Ach, mir tut der Rücken weh. Ich kann dir in den Rücken stechen, dann merkst du den Rücken nicht mehr. Ist das nicht schön? So, begib dich hinauf ins Studierzimmer des Architekten. Ist das hier das Hausfrauen-Mädchenzimmer oder was? Hausfrauen-Mädchenzimmer. Wo ist das Kackdingen? Ach, das muss ich haben. Das glänzt so schön. So, schön. Wo kann ich jetzt hin? Ich glaube, ich knack da den Tresor. So. Ich glaube, ja, genau, das knacke ich mal. Wieso müssen die Reichen eigentlich immer so gute Tresore haben? Das ist doch kacke. Aber interessant, dass, also, das Spiel ist so unrealistisch von wegen dem Dings. Das wird doch einer merken, wenn hier einer im Raum rumläuft. Und auch wenn es nur leicht dunkel ist, sieht die Polizei einen doch. So, zack. Groß machen. So. 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 Hier machen wir noch eine Tür zu. Bumm. Bumm. Das interessiert den gar nicht. Der knallt einfach die Türen zu. Ist dem scheißegal. 4 und 25 Euro bei Wüm. Ja, toll. So, wohin müssen wir? Ich habe nämlich gerade mal keine Ahnung, wo dieses Kackbüro sein soll. Keine Ahnung. So, der hat sich in seinem Büro verschanzt. Da geht, glaube ich, irgendwie noch irgendein anderer. Ach, der steht da, okay. Schön. Dann gehe ich jetzt erstmal in diesen Schrank und warte, bis der hier ist. So, und dann versuche ich nochmal. Ne, mit dem K.O.-Schlag. Das bringt nichts, glaube ich. Oder? Ja, der wird jetzt wahrscheinlich hier hinkommen. So, dann könnte ich den theoretisch, wenn er da ist, einmal K.O. schlagen. Das ginge. Ja. Da kommt auf jeden Fall irgendwas, aber mal gucken, ob das auch der Typ ist. Oder ob der gar nicht bis hierhin kommt. Das wäre natürlich dann schön. Ich weiß nicht, ob das Spiel jetzt verschwindet. Aber ich muss mal ganz kurz auf... So. Jetzt habe ich nämlich mal diese komische Dings beendet. Ja. Kommt das Ding, kommt der Typ jetzt nur? Nee, ich glaube nicht. Kommt das Typ? Nee, er steht da noch.
Das ist dem scheißegal. Aber wo ist denn bitte schön sein Studierzimmer? Das hätte ich doch jetzt erstmal gerne gewusst. Theodor Eastwick! Alter! Diener des Löwen! Auf Befehl des Barons Elias Northcrest habt ihr euch seinen Wachen zu stellen! Es hat keinen Sinn, hier draußen zu warten. In das Studierzimmer. Meister Eastwick, es wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt. Ich habe übrigens den Typen gefunden. Meister Eastwick, öffnet die Tür! So. Schön. Wie kommen wir denn am besten dahin? Oh oh. Das ist... Ach, ich habe das Zimmer wieder gefunden. Das ist ja toll. Meister Eastwick. War das gerade knapp oder war das gerade nicht knapp? Ich weiß es nicht. Kommt der Typ jetzt dahin oder nicht? Also die Schritte werden, glaube ich, lauter. Verstehe ich nur gerade nicht unter dem... Unter der Musik, diese spannende Musik. Ne? Ne, wird leiser wieder. Ja, da stellt er sich wieder hin. Aber er bleibt tatsächlich, wechselt er anscheinend immer die Seiten. Das ist natürlich auch schon mal... Aber naja... So, wie komme ich da jetzt am besten hin? So, also. Das Studierzimmer ist genau über uns. Und zwar exakt da oben. So, hier kommen wir nach draußen und dann müssen wir durchs Fenster, genau. So machen wir das. So machen wir das. Aber wie? Hier ist zu. Da ist zu. Da kommen wir. Kommen wir da hin? I haven't got a plan. Und keine Ahnung habe ich auch. Schön. Ja, also ich könnte jetzt mal versuchen, da so ein Seilpfeil oder... Schön, dass das Glasdach hält. Also wenn ich jetzt da runter springe, dann habe ich es hinter mir. Muss irgendwie... So, ab jetzt zum Speicherpunkt. Jo. Weil von wegen macht keinen Sinn. Da jetzt nochmal neu. Da hätten wir jetzt wieder rüber gemusst. Dann wieder durch dieses Ding durch. Dann wieder durchs halbe Haus. Und so muss ich dann nur ab diesem Schrank neu machen. Aber immerhin wissen wir jetzt schon mal, wo wir her müssen. Ah, schön. Das ruckelt wieder. Also ich mag ruckeln ohne Ende. Also das sind so Sachen, die kein Mensch sagt. Das tut weh. Zumindest weiß ich jetzt wieder, an welcher Seite wir sind. Hoffe ich. Müssten an der Seite sein, wo wir ihn als erstes gesehen haben. So. So, schön. Was kommt als nächstes? Weiß ich nicht. Das interessiert mich auch nicht. Interessiert mich ein Scheiß. Ja, wie komme ich jetzt da hoch? Oh. Wir stehen hier aber mal sowas von im Dingens. Aber wie komme ich jetzt am besten dahin? So. So, da komme ich nicht rein.
So. Hier kommen wir wieder maximal hier hin. Nee. Ja, kommen wir ja nicht. Kommen wir nur wieder in dieses komische Ding da rein. Da kommen wir nur dahin. Ne, macht keinen, nicht im geringsten irgendwie auch nur Sinn. Ne, gar nicht. Ja, der, ja, sicher ist der ein kluger Mann. Sonst würde er nicht, der sich dann oben nicht verstanzen. So breche die nicht einfach die Tür auf. Hallo? Die bekloppt. Ja, dann lüfte oder so. Ich habe hier schon Tür auf, weil es nicht mehr geht. Nein, was könnte man denn... Haben wir hier eigentlich hier irgendwie Tipps oder sowas? Ich stehe gerade echt auf dem Holzschlauch oder so. Halt, heißt das so? Nee, ich stehe auf dem Schlauch, nicht auf dem Holzschlauch. Ich glaube einfach, dass wir... Ja. Ich glaube, hier müssen wir gar nicht her. Ich glaube, hier müssen wir gar nicht her. Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Ich habe nichts Ahnung. Hier kommen wir nirgendwo her. Ich bin so müde. Wir könnten mal einfach aus Spaß jetzt nur mal so, um einen Fall zu verschwenden, könnten wir jetzt einfach mal sagen, Glück. Früher oder später finde ich dich. Drüben habe ich noch nicht nachgesehen, glaube ich. Ja, mach das mal. Einfach nur damit der Kronkorken da. Nee, Kronkorken. Heute bin ich echt durch. So, und während die uns suchen, werde ich mal ganz kurz was trinken, weil meine Stimme wird nämlich schon relativ rau. Genau. Flasche geht nicht auf. Scheiße. So. Lecker Schluck Eistee. Lecker, lecker. So, okay, und weiter geht's. Nee. Ich hätte den abschießen müssen, warten müssen, bis er durch ist und dann wäre das, glaube ich, auch gegangen. Ich muss wachsam bleiben. So. Entweder ich habe mir jetzt hier alles mit verbockt oder nur die Hälfte. Die Pferde wurden gegessen. Gegessen? Der Kutscher fehlt mir. Das ist schön. Wieso ist denn der da gerade durchgerannt? Hä? Wir schnappen jeden Dieb in der Stadt. Knüpfen sie alle in einer Reihe. Nur mich nicht. Ja, okay, mehrmals, aber das ist nicht wichtig. Das ist schön. Harte Zeiten. Da kommen wir auch nicht her, oder wie? Okay, ich könnte mal eine Sache versuchen. Was zu trinken. Ein Königreich ver- So, schön. Halte E. Schön, den setzen wir jetzt mal hier. Das mit dem Sitzen hat er falsch verstanden. Da kommt keiner rein.
Aber der Architekt ist ein kluger Mann. Was? So. Ich hoffe mal, jetzt kommt der Typ nicht. Das wäre scheiße. Aber hier, das ist mal definitiv auch nicht der richtige Weg. So. Ja, scheiße.